Hi. Wir sind hier bei der Innova Production Company, der Veranstaltungs- und Technikfirma für Live-Events. Und das ist der Carsten. Und das ist die Annika. Und der Carsten, der ist so nett, dass er mit uns immer mal gerne zusammenarbeitet. Und heute leiht er uns ein Mikrofon aus für unsere Vorproduktion. Mach ich gerne. Ja, hol mal. Ich hol es. I remember when life was a glass of wine. Ja, wir sind jetzt hier in der Tonabteilung von Firma Innova. Noch steht hier ganz viel Equipment drin, aber wir haben ja am 30.06. und da müsst ihr alle kommen, das Live for Free Festival in der Eckbertstraße 14 in Harrys Bierhaus. Da wird natürlich auch Martha Blackhead auf der Bühne sein und Annika in einer Doppelrolle als Frontfrau, und wir sind ganz, ganz, ganz gespannt bei Mr. Nice Guy. Noch mehr Lautsprecher. Und damit nicht nur ein schöner Ton zustande kommt, haben wir hier auch noch schönes Licht. Früher haben wir uns ja als Musiker immer noch ordentlich an abgeschwitzt auf der Bühne. Ne? Heute müssen wir das nicht mehr, denn es gibt ja LED. Dann müsst ihr euch mehr bewegen, dann wird euch auch wieder warm. Noch mehr bewegen! Liebe Annika, das ist das berühmte Metallica-Mikrofon. Das passt hervorragend zu deiner Stimme. Was ist denn das berühmte Metallica-Mikrofon? Das ist das AE5400 von Audio-Technica. Ah. Dies ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon. Das heißt, das ist sehr linear und kann sehr viel Schalldruck ab, weil ich ja weiß, dass du eine unendlich große Röhre hast und sehr laut singen kannst. Das stimmt. Dann kann man bei euch ja Full-Service mieten sozusagen. Ja, Bühne, sogar Video. Licht, Ton, Video. Alles dabei. Und dann kennst du auch noch die ganzen Bands, kannst sogar die Leute noch oben drauf stellen. Genau, ja. Einmal hin, alles drin. You don't see behind my thousand faces. Aber ihr seht uns bald nächste Woche am 30.06. in Braunschweig auf meinem neuen Ego Riser. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Der Ausblick ist nicht so schön. Ja, aber dafür ist relativ wettersicher. Wenn der Regen von vorne kommt, kann nichts passieren. Stimmt, und die erste Reihe von den Fans macht da auch drauf. Ja, das ist ein Konzert.